Ja, meine Lieben, herzlich willkommen ins Emnestodar. Herzlich willkommen bei Avanacho. Ich bin hier fertig. Ja, 5 Stück haben noch gefehlt, die habe ich noch eben nachgecraftet. Aber dann war auch schon gut. So, das kann ich draußen brauchen. Den kann ich jetzt erstmal hier reinschmeißen. Ein paar Steine und ein bisschen Gravel kann ich draußen brauchen. Ja. So. Und nebenbei kann ich mal, warte, mach mal kurz so. Ja. Und einmal kann ich nämlich nebenbei einfach mal fertig machen. So. Wie sieht's denn Cobblestone technisch eigentlich aus? Müsste ich hier reingucken. Schlecht. Das heißt, da müsste ich einiges nachproduzieren. Und Cobblestone Frames müsste ich auch machen. Okay. So. Den Teil hier haben wir durch. Da muss ich dann halt neue Rebar Frames rüberziehen. Aber die sind jetzt nicht so wichtig gewesen. Unten ist jetzt halt wichtiger gewesen. Dass da ein Bullenschutz ist. Nur für den Fall der Fälle. Und ja, ansonsten. Hier hatten sie mir auch noch eine kleine Macke reingehauen. Aber nicht mehr viel. Das war schnell in Ordnung gebracht. So, dann brauche ich ansonsten nämlich noch eine Menge Minen und ja gut, pack jetzt erstmal so gut. Und Eisen brauche ich halt noch ohne Ende. Ich möchte nur die Frage, was mache ich jetzt als, warum gehe ich nach oben? Um den Tee rauszuholen. Ja, ich wusste es nicht, aber es war jetzt eine gute Maßnahme. Genau selbiges zu tun. Reicht erstmal. Ach, den Zement kann ich auch wieder an die Seite packen. So gehört der hier. Machen wir auch da hier. Na, bis die fertig sind, das dauert jetzt eine halbe Ewigkeit. Ne? Wir kümmern uns mal kurz um die Löcher. Oh ja, da muss ich hinten, wo unser Dingensen ist. Unser Tümpel, da muss ich auch einmal Erde wieder reinmachen. Wieso ist denn das alte Vieh eigentlich da hängen geblieben? Und die Sonja dann ja auch, ne? Sind aus dem Wasser nicht wieder rausgekommen. Die alten Zippen. Ah, ich kann wieder. Hier fehlt doch so einiges. Moment. Ne, da gehören die Binden, da die Tabletten. Was fehlt hier? Ist egal. Ist halt nicht da. So. Kann ich trotzdem. Ach, ich Depp. Nee, noch einmal runter, bitte. Da muss ich jetzt leider einmal doppelt laufen. Aber ich vergesse das wieder 20.000 Mal. Und deswegen machen wir das jetzt ganz einfach. Dort. So. Zum, zum, zum. Alle da, alle hier unten bitte schön hin. So wie sieht das hier hört. Sonst vergesse ich das wieder. Und wieder. Und nochmal. Ich kenne das. Jedes Mal, wenn ich rausgehe, vergesse ich die Gläser mitzunehmen. Vielleicht mache ich mir oben doch eine kleine Wasserquelle hin. Für den Fall der Fälle habe ich ja gleich wieder den Eimer voll gemacht. Nur für den Fall, dass die mal hier irgendwie doofe Sachen machen. Wer ist denn hier womit beschäftigt? Hat da vorne irgendwo? Das wollen wir hier erstmal, ich glaube hier irgendwo war eins. Ja. Sieht zumindest schwer danach aus. Das sind alles so, so halbe Löcher, ne? Das sind ja nicht mal ganze Löcher. Hopp. Das machen wir rein. Ne, das sieht doof aus. Na gut. Den lassen wir jetzt da stehen. Guck an. Aber ansonsten gut hier. Ansonsten gut hier. Schön. Das sind ja auch alles nur so halbe Löcher. Das sind ja auch keine ganzen. Kann ich auch einen halben Stein reinschmeißen? Ernsthaft?
Nee. Ach komm. Ich will das Ding haben. Dann, nö. Na? Ist aber auch nur bedingt besser, ne? Das alte Vieh. Aber da sollte ich was reintun, ja. Da sollte ich. Aber da gehört ein Gravel rein. So. Dann ist wieder schick. Alles schon fertig? Nur 133 Stück? Das ist ja nicht besonders viel. Dann gehen wir noch ein bisschen Holz hier haben, nachdem ich die Gläser aufgefüllt habe. Könnte ich eigentlich hier mal das Holz alle wegmachen? Das hat mich eben echt mal ein bisschen gestört. So. Wo ist denn? Da ist meine Fackel. Das ist nur, damit ich den Tümpel wieder finde. Oh, bekloppt, ne? Man macht sich eine Fackel, um seinen Tümpel wieder zu finden. So. Passt. Nee. So. Und jetzt einmal Wasser auffüllen. Darf man keine erzählen, dass man da sich jetzt extra eine Fackel macht. Was die hier übrigens offensichtlich auch neu eingefügt haben, das ist eine enorme Soundkulisse, so zwischendurch mal, wenn es richtig stürmt. Das fand ich mal richtig fantastisch, wie ich das gehört. Cool. Wie ich das gehört habe. Fand ich echt mal super. So. Jetzt nehmen wir hier erstmal die ganzen Bäume weg. Wir machen uns das später schön. Jetzt kommen wir erstmal alle weg und werden woanders angepflanzt. Hinten an der Baumfarm alle. Und dann ist gut. So. Irgendwo hier. Oh ja. Das wollte ich an sich jetzt gar nicht machen, so. Schon wieder eine Holzfolge, aber gut, ich brauch's halt, ne? Ohne komme ich halt nicht so weit. Das ist jetzt mal das Problem. Und jetzt einfach nur wieder alles alleine machen und dann stehen wir wieder vor der nächsten Horde. Ist ja nur auch unspannend, finde ich. So auf der Dauer zumindest. Weil dann könnte man das ja auch Hordentulei nennen. So. Nicht wahr. Und dann wollen wir ja nicht. Na komm. Ich bin mal gespannt, was ihr zu meiner Konstruktion sagt. Ich nehme natürlich jetzt wieder 7 Folgen am Stück auf, ist ganz klar. Von daher weiß ich das noch nicht. Aber naja, was ihr denkt, ob sie hält oder nicht, habt ihr mir ja vielleicht schon mitgeteilt, als ihr das da letzte Woche gesehen habt. Aber jetzt, wo ihr sie in Aktion gesehen habt, bin ich mal gespannt, ob ihr da noch irgendwas zu gesagt habt. Über sowas freue ich mich ja dann immer. Ups, wo willst du denn hinfallen? Das wäre eigentlich auch in der Realität mal nicht schlecht. Ne? Man fällt einen Baum, die Wurzel ist gleich mit weg. Ah, das ist gut. Dann sitzt man da nicht immer stundenlang eine Wurzel ausgraben. Das müsst ihr mal machen, Leute. Ich sag euch. Das ist vielleicht eine blöde Arbeit. Hammer. Hier sind ja mehr Bäume, als ich dachte. Ist ja richtig angenehm. Wo willst du hinfallen? Okay, ich war mir nämlich gerade nicht sicher. Erst dachte ich, du fällst zu mir, dann dachte ich, du fällst zur anderen Seite und dann dachte ich gar nichts mehr. Dann habe ich nur noch geguckt. So. Den einen Stein, der hier übrigens gewesen ist, den habe ich dann mal komplett weggemacht. Der hat mich aber noch gestört. Ich gedacht, komm weg. So ein halb angefressener Stein. Nach dem Motto, freie Wege für freie Zombies. Hab mir gedacht, kommt er weg. So. Und dann habe ich das halt gemacht. So. Hier sind aber die Bäume auch noch ganz schön dicht. Habe ich hier welche angepflanzt, dass die hier so dicht sind? Dann machen wir das hier mal anders. Hier lichten wir nur. Bei Baumfarm machen wir einfach auf der anderen Seite. Der kann, der kann. Der kann.
sind aber die Baumkronen. Ah, der ist so dick. Ja, dann kommt der hier weg. Ein bisschen Licht muss ja hier auch mal reinfallen. Geht ja gar nicht. So. Aber dann dürften wir gleich Holz sammeln schon durch haben. Ja. Machen wir den hier auch weg. Bei dem, da sind die Baumkronen so verzweigt. Deswegen kommt hier dann auch kein Licht mehr rein. Seht ihr? Schon viel besser. Wenn ich jetzt noch den hier wegmache, dann ist hier ordentlich Licht. Dann kriege ich die Bürger auch ein bisschen weit ab. Die sieht man ja kaum. So. Okay. Und der hier stört der Bürger auch noch. Und das kann eigentlich bleiben. Gucken wir später mal. Jetzt gehen wir erstmal da vorne gucken. Ich weiß, da war ein Zombie. Aber der soll mich mal jetzt gerade nicht so stören. Ah, Moment. Hallo. Davon brauchen wir auch wieder ein paar. Aber ich glaube nicht so viele. Da sind ja erstaunlich wenig von kaputt gegangen. Warte mal. Ja, das reicht. Auf alle Fälle reicht das. So, die brauchen wir. Müssen wir von draußen setzen. Haha. Okay. Ich habe noch ein bisschen. Mache ich von da vorne, weil ich muss sowieso in die Richtung wieder raus. Außerdem, glaube ich, sind hier auch am meisten kaputt. Tagchen. Da ist doch wer. Moment. Haben wir gleich. So, mal meinen neuen Knüppel ausprobieren. Moin, Tom. Komm mal her. Hep. Naja. Okay, ein links, ein rechts. Und ein geradeaus. Aha. Aha. Okay, komm hier lang. Ist ja nicht das... Dankeschön. Jetzt höre ich noch einen links. Bringt mir mal ein bisschen Öle mit. Ich brauche das für die nächste Horde. Ah, da bist du ja. Komm. Hat du Öle? Ansonsten könnte ich natürlich Probleme kriegen. So, ohne Öl ist, mach halt so. Das kommt, weil ich die alle einfach nur so per Shift-Linksklick geteilt habe. Und, logisch. Da hat man dann auch mal ein paar übrig. So, ich glaube doch, die reichen. Die könnte ich mal schnell noch angesetzt haben. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Und da haben wir irgendwo die Baumpalmen gestellt. Da reicht doch. Da hole ich doch die jetzt einfach dazu. Nächstes Mal, wenn wir hier dann Baum, einmal Baum holen gehen, haben wir gleich so 300 Holz und dann passt schon. Denke ich zumindest. Ach, da war ja schon einer. Mach halt weg. Alter, was haben die Hunde heute? Normalerweise hörst du die ja kaum bellen. Oder da hat sich einer einen neuen Hund geholt. Das kann natürlich sein, dass die anderen dann erstmal ein bisschen Rabatz machen. Ist ja möglich. Das ist halt, ne? Wenn also ein neuer Hund ins Revier reinkommt, wo die anderen sich halt schon kennen, dann gibt es auch schon mal ein bisschen Stress zwischendurch. Und dann wird er erstmal seines Platzes verwiesen. So. Das gehört halt dazu. Das ist normal bei Hunden. Deswegen kabbeln die sich auch ab und zu mal. Und ja, die Besitzer, die verwechseln das ganz gerne mit Aggressivität. Aber das gehört einfach dazu. Das ist halt im Revier. Da sind eine Menge Hunde. Und auch wenn die nicht alle
in einer Wohnung sind, haben die natürlich draußen zu klären, wer hat hier den Rang. Das, was die Hunde dann öfter mal aggressiv macht, das ist, dass sie nicht weg können, sprich, dass sie an der Leine sind. Ja, und das ist einfach so, wenn die nicht abhauen können, dann die Flucht nach vorn. Das ist, ist auch relativ normal. So, ist aber natürlich alles andere als schön. Nur kann man den Hund letztendlich nicht für verantwortlich machen. Weil der folgt einfach nur seiner Natur. Es gibt wenig von Haus aus aggressive Hunde. Sehr, sehr wenig. Die meisten, die werden aggressiv durch ihr Herrchen oder Frauchen. In irgendeiner Form, weil sie irgendwo Blödsinn gemacht haben. Aber von Haus aus ist, zumindest kenne ich keinen Hund, der von Haus aus aggressiv ist. Ich wüsste nicht, da schon mal einen gehabt zu haben. Ich habe mal einen gehabt, der ist schon ewig her. Der hat, der ist mir richtig entgegengelaufen. Ne, wo ich dann auch dachte, Alter, das ist schwierig. Nur, ich wusste ja, dass der sowieso schneller ist wie ich. Und von daher, ich bin gar nicht weggelaufen. Ich habe mich einfach nur hingestellt und richtig groß gemacht. Und der ist richtig kläffend auf mich zugelaufen. Ich schwöre euch, da braucht ihr Mumm wohl. Und dann direkt vor mir ist er hin und hat sich da hingesetzt und hat mir angeguckt. Feiern. Ich glaube, der wusste auch nicht so recht, was er machen soll. Aber der hat halt dann auch irgendwo mitgekriegt, okay. Aber letztendlich tue ich ihm nichts. Ich habe ja keine aggressive Haltung in dem Sinne gehabt. Ne, ich habe mich einfach nur groß gemacht. Das alles. Ach, für das letzte Stück brauche ich gar kein Scrap-Mittel. Die dritte Aufwertung liegt ohne Scrap-Mittel. Cool. So, da brauche ich Scrap-Mittel und danach nicht mehr. Okay, dann wird das etwas billiger. Da müsste ich auch noch wieder ein bisschen Erde hinpacken. Habe ich jetzt hinter mir eigentlich zugemacht oder nicht? Alter, die haben hier ja gehaust. So. Da kann repariert werden. Und fertig gemacht werden. Super. Na, guck. Naja, jetzt haben wir ihn drin. Dann kann auch aufgewertet werden. Zumindest das eine Mal. Ist ja jetzt wurscht. Wenn er schon mal da ist. Das wäre natürlich auch nahbar, ne? Wir machen uns vor dem Buddelschutz nochmal so eine Spike-Batterie. Aber das wird dann auf der Dauer natürlich richtig teuer. Aber also die hier, die haben gar nicht so viel abgekriegt im Großen und Ganzen. Ja, es hat sich ganz gut gehalten. Die Minen haben natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen. Gerade von wegen Spucker und Konsorten. War also insofern dann schon mal nicht so verkehrt. Ah, der geht nicht. Na, doch geht. Ja, das heißt, wenn die zweite Aufwertungsstufe mit Metall durch ist, dann wird danach wieder mit Holz aufgewertet. Und fertig ist der Lack. Jo. Das soll doch dann wohl funktionieren. Habe ich jetzt dicht gemacht oder nicht? Ich kenne mich ja. Und dann ärgere ich mich wieder so wie beim ersten Mal. Ne? Da war ja lustig, wie ich das Ding gebaut habe. Mal gucken, ob ich noch genug Material habe, hier auch wieder ein paar Gitter dran zu machen. Das ist ja so schlecht auch nicht. Die haben jetzt zwar alles weggeknallt. Doof. Ich gehe jetzt erstmal raus. Ja, war klar. Ich tue mir natürlich wieder Aua. So. Weil, hat sich so angehört, als kommt jetzt eine Horde. Da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf, dass die mich da wieder sehen. Und deswegen machen wir jetzt erstmal so.
Also Rückenhundsmeter, weil die Folge ist ja jetzt eh zu Ende. Und dann lass die Nacht einfach mal Nacht sein. Und dann machen wir nämlich morgen früh weiter. Ich sag da ist eine Rolle. Also mein Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Teilt es ab von Social Media. Und dann hören wir uns ja in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Bye bye.